von die Gefahren nicht, euch zeigen, wie man Bücher, Literatur im Internet findet, weil viele Bibliotheken zu sind und sich die Frage stellt, ja, was mache ich jetzt? Wie komme ich jetzt an Literatur, an Werke heran? Und da muss ich auch vorausschicken. Ich gehe mal davon aus, dass sich diese Texte jetzt nicht kurzfristig kaufen lassen oder dass es vielleicht auch keine finanziellen Möglichkeiten gibt, die Texte zu kaufen. Also ich werde euch nicht zeigen, wie ihr E-Books kaufen könnt oder werde auch nicht näher darauf eingehen, wie einfach es ist, bei lokalen Buchhandlungen Texte zu bestellen. Also kümmert euch um die Buchhandlungen im Quartier, wenn ihr könnt, bestellt dort Bücher, die liefern oft auch sehr gerne, die verschicken Bücher. Das ist der Moment, um wirklich unabhängige Verlage, unabhängige Buchhandlungen zu stärken, dort einzukaufen. Gerade wir Lehrkräfte, die unser Einkommen weiterhin bekommen, die wir auch auf Bücher angewiesen sind, können hier vorausgehen mit gutem Beispiel und die Geschäfte unterstützen, die Verlage unterstützen, die Autorinnen unterstützen, die Bücher schreiben. Das möchte ich vorausschicken. Also ich gehe jetzt mal davon aus, es ist wissenschaftliche Literatur, es sind Texte, die wirklich wichtig sind, um fachlich voranzukommen, die aber in den Buchhandlungen so nicht zu erwerben sind. Also der erste Schritt, das seht ihr jetzt hier schon, ist, ich werfe mal Google ein, ich google mal was. Und jetzt finde ich hier, das ist Goethes Nekrolog auf Wieland. Ich finde ihn hier auch total gut auf einer Seite, die heißt rolandbremen.de. Mal kurz gucken, was da kommt. Und da kommt ein PDF. Das sieht jetzt total gut aus. Hier ist auch eine Quellenangabe, wo hier dieser Text stammt. Aber irgendwie ist es nicht so die offizielle Goethe-Ausgabe, die ich gern hätte. Jetzt, was mache ich, wenn ich diesen Text wirklich im Original suchen möchte? Ich nehme hier einen Satz raus, einen Satz, von dem ich denke, dass er nur in diesem Text vorkommt. Ist jetzt bei Goethe nicht so wahnsinnig schwierig. Und jetzt google ich noch einmal und verwende Anführungs- und Schlusszeichen mit diesem Zitat. Also ich habe ein Zitat, was einen Text eindeutig definiert. Google damit. Und sehe jetzt kommt Google Books raus. Jetzt kann ich da mal reingucken. Ich sehe aber hier, es ist Hugo Wernicke, der diesen Text geschrieben hat. Vielleicht nicht ganz das Ideale. Ich finde noch einmal rolandbremen.de, was ich schon hatte. Aber ich finde jetzt hier unten Full Text bei archive.org. Klickt da drauf. Und ich finde jetzt hier tatsächlich den vollen Text Goethe und die königliche Kunst. Kann jetzt hier mal See Other Formats. Man merke, dieser Text von Wernicke, Freimaurer scheint er zu sein, sieht sehr schön aus. Den kann ich jetzt hier in ganz verschiedenen Formaten runterladen. Tatsächlich habe ich das aber bei archive.org noch in einer anderen Version gefunden. Ich versuche es nochmal mit einer anderen Passage. Zeige nochmal dasselbe Vorgehen. Ich nehme mal hier was. So. Eigentümlichkeit, die Energie seines Geistes. Mal gucken, ob das auch nur wirklich so bei Goethe vorkommt. Ja, tatsächlich, offenbar finde ich jetzt hier bei archive.org diese Ausgabe nicht, die ich schon hatte. Also hier ist das, der ganze Text drin. Ich kann aber jetzt hier auch bei Archive, beim Internet Archive, in diese Open Library gehen. Und jetzt hier mal Goethe Werke suchen.
Und ich finde jetzt hier verschiedene Werkausgaben von Goethe, und kann mich dann hier in dieser Open Library vom Internet Archive, also der Link ist immer archive.org, da umsehen, was es da alles hat. Ich gehe jetzt da nicht alle Beispiele durch, aber hier in diesem Internet Archive könnt ihr findet 25 Millionen Bücher, findet Filme, findet Audiodateien, Fernsehsendungen, auch Computerspiele, Bilder. Das sind alles archivierte Texte, auf die ihr soweit frei zugreifen dürft. Archive.org hält sich an meines Wissens an eine US-amerikanische Gesetzgebung. Das kann sein, dass das in Deutschland nicht überall wirklich gestattet ist, diese Werke abzurufen. In der Schweiz ist das Aufrufen von Links im Internet, soweit ich weiß, straffrei. Solange man nicht wirklich weiß, dass man Straftat begeht, also Bücher aus solchen Quellen aufzurufen, runterzuladen, sollte problemlos möglich sein. Also, der erste Tipp wäre gewesen, mal Google und dann intelligent googeln nach bestimmten Zitaten. Man findet so auch PDFs von Büchern, die irgendwo hochgeladen worden sind. Findet oft auch die Texte in Archiven, findet das Ganze dann auch. Und der zweite Tipp dann archive.org benutzen, um zu auch Bücher zugreifen zu können. Möchte einen zweiten Tipp zeigen. Ich gehe jetzt auf meine Bibliothek. Das ist die Zentralbibliothek in Zürich, zp.uzh.ch. Und ja, ihr seht tatsächlich, die Bibliothek ist geschlossen im Moment, aber was nicht geschlossen ist, ist hier die Recherchemöglichkeit. Und ich kann jetzt hier tatsächlich, ich bin jetzt mal so eitel und mache das jetzt mal mit meinem Namen, weil Goethe irgendwie viele Suchresultate liefert. Eine E-Book-Digitalversion in diesen Bibliotheken vorhanden. So viele Bibliotheken. Von Online-Texten und dazu ist es häufig nötig, einen VPN-Zugang zu bekommen. Ich habe hier jetzt, wenn ihr hier schaut, ich kann mich mit meiner Uni verbinden und ich kann so auch auf Texte, die digital zugänglich sind, zugreifen, die mir dann freigeschaltet werden. Und das haben nicht alle, aber wenn ihr jetzt jemanden kennt, der oder die in einer Uni arbeitet, an einer Uni studiert, bietet die doch euch mit diesem VPN vielleicht was runterzuladen. Also ganz wichtig ist dieses persönliche Lernnetzwerk. Also wen kennt ihr, der oder die euch helfen könnte, ein Buch zu finden. Und schreckt auch nicht davor zurück, dann auf Social Media zurückzugreifen, mal bei Facebook fragen, bei Twitter zu fragen, wenn ihr wirklich einen Text benötigt. Also hier sind jetzt mittlerweile die Werke gekommen, bei denen ich irgendwie die Finger drin hatte und die tatsächlich über diese Suchmaske des Rechercheportals zu finden sind. Irgendwie merke ich gerade, dass mein neuestes Buch macht im Netz hier gar nicht vorkommt, aber wie gesagt, ich will gar nicht zu eitel sein. Also, das sind so diese wichtigsten Möglichkeiten. Vielleicht das Letzte möchte ich noch als letzte, wie legale Möglichkeit möchte ich noch die Google-Möglichkeiten zu zeigen. Also wenn ihr auf scholar.google.de oder scholar.google.ch geht, ich suche jetzt wieder, ich bleibe jetzt dabei, mich selber zu googeln, dann finde ich jetzt alles, was an wissenschaftlichen Texten von mir erschienen ist. Ich kann jetzt hier nochmal Zeitraum wählen. Und ihr seht jetzt, dass ich hier jeweils einen Link bekomme, wenn diese Texte irgendwo publiziert sind. Und diese Links werden dann noch etwas größer, wenn ich hier mich mit der VPN-Adresse der Uni einlogge, dann erscheinen mehr Texte in einer Version, auf die ich tatsächlich übers Netz zugreifen kann.
Also scholar.google.ch, wenn ihr wirklich wissenschaftliche Texte sucht, wenn ihr Bücher sucht, ist es natürlich books.google. Ja, wenn ich es eingeben könnte, also books.google.com. Und da könnt ihr natürlich dann auch wieder nach ganzen Büchern suchen. Und ihr werdet merken, einige Werke sind dann in Vorschau verfügbar und andere Werke, da gibt es keine Vorschau. Also zum Markt im Netz gibt es keine Vorschau. Aber dann, wenn ihr jetzt merkt, Markt im Netz ist ein Buch, das euch interessieren würde, dann findet ihr hier beispielsweise dann die Verlagsseiten und könnt dann auch direkt vielleicht in der, auf die Reklamseite zugreifen, wo dann auch Informationen noch verfügbar sind. Also macht jetzt so, wenn ihr wisst, bei welchem Verlag es erschienen ist. Tatsächlich steht jetzt hier noch Texte und Materialien. Und da kann man auch einen Blick ins Buch werfen, also kann so auch einen Teil des Buches abrufen. Gut, also die dritte legale Möglichkeit sind dann diese Bucharchive bei Google. Jetzt habe ich schon ein bisschen über legale Möglichkeiten gesprochen, dann ist es wie Zeit, um noch auf die nicht ganz legalen Möglichkeiten zu sprechen zu kommen. Wenn ihr jetzt hier weiter guckt, dann tut ihr das auf eigene Verantwortung und ich bitte euch, diese Methoden auch nur dann einzusetzen, wenn ihr denkt, dass die an eurem Standort erlaubt sind. Das vorausgeschickt mit dieser Warnung zeige ich euch jetzt noch ein paar Dinge, die es gibt. Also es gibt diese bok.org, die Z-Library. Hier kann ich auch wieder meinen Namen eingeben und finde hier die größte E-Book-Bibliothek. Sagen Sie selber, ob das tatsächlich so ist oder nicht, kann ich nicht mehr beurteilen, aber man findet recht viele Bücher auf dieser Seite. Man findet auch eines von mir, würde ich sagen. Mal gucken, wie schnell mein Internet lädt. Das Problem ist immer, dass wenn ich diese Aufnahmen mit Loom mache, dass gleichzeitig mein alles, was ich hier aufnehme, hochgeladen wird auf den Loom-Server. Entsprechend langsam ist mein Internet. Also ihr seht jetzt hier, Generation Social Media ist verfügbar. Ich kann draufklicken. Und ihr seht hier, es ist ein 1,76 Megabyte PDF und kann das dann runterladen, wenn das jetzt kommen würde. Ja, hier haben wir es. Moment. 1, 2. Drei, vier, fünf, sechs, sieben und ich warte immer noch aufs Internet, so sehr. Ja, lassen wir das. Und ich zeige euch noch die wissenschaftlichen Entsprechungen. Und zwar ist es diese Seite, die LibGen.is heißt oder dann auch Sci-Hub. Das sind beide Seiten, die wissenschaftliche Papers versammeln, die aber auch teilweise noch mehr haben. Also gerade bei LibGen findet man auch weitere Texte, aber das ist eigentlich die Seite, mit der wissenschaftliche Paper geteilt werden für Menschen, die keinen Zugriff haben, die kein Login haben. Auch hier wieder, es ist an vielen Orten nicht legal, dieses LibGen.is zu benutzen. Ihr tut es auf eigene Verantwortung. Bei Sci-Hub ist es mittlerweile so, dass man recht genau wissen muss, welchen Text man sucht, aber ich kann euch das jetzt hier auch zeigen. Also hier bei LibGen kann ich irgendwas eingeben und dann auch sagen, das ist vielleicht der Autor. Der heißt jetzt Drosten, ich suche jetzt und finde dann die Paper, die jetzt hier ein Klaus Drosten geschrieben hat und kann dann auf verschiedene solche Werke zugreifen. Bei Sci-Hub ist es so, dass ich eine URL oder so eine DOI-Adresse haben muss. Ich habe jetzt hier einen Artikel von mir, der ohnehin verfügbar ist im Netz, genommen. Ich habe hier
die DOI schon angegeben. Also kann ich die kopieren. Also ich habe jetzt Ctrl-C gedrückt, füge die jetzt hier mit Ctrl-V ein. Wenn ich weiß, das ist das Paper, das ich brauche, dann kann ich es hier öffnen und mal schauen, ob mein Paper da ist. Tatsächlich ist es da. Und ihr könnt es hier dann auch runterladen oder einfach lesen. Also das sind die drei Möglichkeiten, die nicht überall legal sind, die gegen Schutz und Urheberrechte verstoßen. Also diese BOK Bibliothek, libgen.is und sci-hub.com. Benutzt die auf eigene Verantwortung, eben wirklich unter Berücksichtigung der Rechte, die eure Internetnutzung beschränken. Und das wäre es dann schon gewesen, wie ich Bücher im Netz finde. Wenn ihr Hilfe braucht, dann kommt bitte auf mich zu. Ich danke euch fürs Zuschauen und grüße euch. Bis zum nächsten Mal.